Wir begrüßen als erstes den Miguel Vasquez, der schon hier bereitsteht und das Thema ist Sprache. Miguel, du bist soweit? Applaus. Ja, ganz kurz. Also ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass ich der Erste heute Abend bin, der hier dieses 28. Pichatschka, die 28. Pichatschka-Veranstaltung einführt oder den ersten Vortrag macht. Und ich habe mir als Ersten also überlegt, wortgewaltig ist ja das Thema und ja, was kann man da machen? Mir fielen rhetorische Stilmittel ein. Und ich würde gerne den Neologismus erklären. Das ist also ein Stilmittel, das man nehmen kann, um eine Rede zu halten, beispielsweise Wörter zu verwenden, die vielleicht noch niemand kennt, die in der Werbung gerne gebraucht werden oder auch in der Alltags- und vor allem in der Jugendsprache sozusagen neu erfunden werden. Das ist die Idee gewesen dabei. Das ist mein Name falsch, das macht aber nichts. Gut, das wirst du verkraften, weil du fängst nämlich jetzt an. Viel Spaß! Ja, also wir sehen das nochmal. Ich habe das dann im Duden gesucht, das Wort gewaltig, was da kommt. Und es ging eben hier, wie gesagt, um diesen Neologismus, den ich mir rausgesucht habe. Wir werden gleich in alphabetischer Reihenfolge einige neue Wörter der deutschen Sprache kennenlernen. Also jetzt fühle ich mich so langsam auch ein bisschen sicherer auf der Bühne. Das erste ist Alkopops. Sie kennen das wahrscheinlich, das sind Mischgetränke aus Spirituosen und gesüßten Getränken. Eine Neuschöpfung aus den Begriffen Alkohol und dem umgangssprachlichen Englischen Pop, was für Limo oder Brause steht. Sie sind besonders bei Jugendlichen beliebt. Das geht jetzt aber schnell. Ja, Sie fragen sich, was das jetzt hier ist. Das wäre fast das Jugendwort von 2016 geworden. Es geht hier um belanglose... Tja, also was ich sagen wollte ist, das war... Kennen Sie diesen Begriff? Fällt Ihnen was dazu ein? Das ist das Bratkartoffelverhältnis aus der Nachkriegszeit. Das hat man, heute würde man sagen, wilde Ehe, ja, das ist entstanden, weil es Witwen gab, ja, okay, jetzt komme ich gleich mit den Schleudern. Das gehört wahrscheinlich dazu. So, das ist die Computerwitwe, das heißt, das sind Frauen, die sich allein gelassen fühlen, weil ihre Männer nur noch am Computer rumfummeln, ja, okay, so, jetzt ein Kurzform. Was sehen Sie hier? Klassischerweise befinden sich USB-Anschlüsse hinten am PC. Damit ist in der Jugendsprache jetzt das neue Wort Datenzäpfchen entstanden. Ja, ich mache es jetzt ganz kurz. Das komme ich ja wirklich nicht durch. Okay. Wir dürfen also mitraten. Was sehen Sie hier? Hier nochmal so eine Kopfbedeckung, die entfernt an eine Badekappe erinnert. Sie besteht aus einem atmungsaktiven, wasserdichten Material, das am wenigsten an Leder erinnert. Es gibt sie in verschiedenen Rotfärbungen, insbesondere im Sommer. Das ist die sogenannte Fleischmütze. So, wenn Sie sich heute eine Schönheitsoperation unterziehen wollen, gehen Sie nicht mehr zum Chirurgen, sondern Sie gehen zum Fleischdesigner. Ja. Das war zu schnell. Okay. So, was sehen Sie hier? Früher sagte man Allesfresser. Ja, heute beschreibt man mit diesem Wort Menschen, die eine Esskultur pflegen, welche den Fleischkonsum zulässt und jedoch nicht zum Mittelpunkt macht. Das sind die sogenannten Flexitarier. Ja, die essen auch alles. Machen Sie aber ein paar Gedanken mehr darüber als alle anderen. Ja, auf dem nächsten Bild sehen wir, Ja, Sie dürfen jetzt einfach mal mitraten. Das ist der sogenannte Fratzenbusch. Der hier vorne, ja? Neues Bild gebart. Das kennen Sie alle. Ja, früher auch als Hopfenkaltschale bekannt.
so ein einfaches Bier hier beschrieben. Es wäre auch fast das Jugendwort 2016 geworden. Heute nennt sich das Ganze in etwas gesünderer Form Hopfen-Smoothie. Ja, hier gibt es ausnahmsweise mal nicht zu raten. Das ist ein schwäbischer Begriff auch. Der wird gerade im Schwäbischen verwendet. Der zwischen Scheitellappen und Frontallappen sich befindet. Sogenannte Hirnfurz, ein Gedankengang basierend auf dem zum Himmel stinkender Blödheit. Wer nun vermutet, folgender Begriff sei ein Elektriker gemeint, irrt. Es geht um spirituelle Menschen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, mehr Licht in unsere dunkle Welt zu bringen. Das Trendwort für professionelle Esoteriker ist Lichtarbeiter. Was einmal der schlechte Atem war nach einem gut gewürzten Essen oder morgens nach dem Aufstehen, war 2015 Anwärter auf das Jugendwort des Jahres. Neudeutsch manifestiert sich über übler Mundgeruch als Maulpesto. Ja, in der Jugendsprache neben dem Assi-Toaster, ein verbreiteter Begriff für Solarium, in Anlehnung an Deutschlands beliebteste Insel sogar noch billiger zu haben und für diesen Sommer noch nicht ausgebucht, Münz-Mallorca. Ja, ein neues Schimpfwort macht derzeit die Runde. Sie sehen natürlich jetzt nichts, ist klar. Ein herabwürdigender Begriff, aus der Jugendsprache, der eine sogenannte Entmännlichung symbolisieren soll. Wenn Männlichkeit bis zur Unkenntlichkeit reduziert werden soll, muss sie klein gemacht werden. Der Nanopimmel. Auch hilfreich als Wahlplakat, Verarschung im Internet, Akronym für NPD. Nanopimmel Deutschland. Ich persönlich habe nichts dagegen, wenn jemand raucht. Vorausgesetzt, er atmet nicht aus. Es sei denn, in einer Raucherlounge. Sie besteht meist aus Glas oder Kunststoff und ist von mehreren Seiten einsehbar. Auch hierfür findet sich der betreffende Ort Neuschöpfung, das Nikotinarium. Dieser Begriff machte 2013 den Burger-Fans in Deutschland den Mund wässrig. Ein Burger mit gleich mehrfach Beef, ein besonders schönes Beispiel, wie mit Neologismen in der Werbung umgegangen wird. Wir sehen hier das sogenannte Wort Schmecktakel. Hier sehen Sie die Stange, die als Armverlängerung für den Fotografen dient. Wesentlicher Verwendungszweck ist das sich selbst fotografieren, also das Erstellen eines sogenannten Selfies mit dem Smartphone. Ein Selfie-Stick oder neudeutsch die Vollpfostenantenne. Mein persönlicher Favorit und mein letzter Begriff befindet sich durchaus bei so manchem Redner nach einem langen Vortrag in den Mundwinkeln. Im Detail halb angetrocknetes Mundsekret. Das ist das Schöne an Pechakucha oder Pechatka, dass sich dies durch die Kürze der Vorträge mühelos vermeiden lässt. Der Mundkäse. In diesem Sinne vielen Dank für die Aufmerksamkeit und weiterhin viel Vergnügen.